Und Labyrinthe machen Spaß. Und wenn das alles zusammenkommt, ist ein Publikumsmagnet geboren. Diesmal im Weinviertel. Die Winzer der Kolmbrunner Kellergasse im Bezirk Gänserndorf. Die haben ihre alten Keller auf Vordermann gebracht. Führungen machen das 4500 Meter lange Kellersystem für Besucher zugänglich. Heidrun Schinkel hat sich für unsere Serie Aufgespürt heute auch unter die Erde begeben. Er gilt noch als Geheimtipp, der Kolmbrunner Kellerberg. Unter ihm verbirgt sich ein weit verzweigtes uraltes Weinkellersystem. Alois Meyer führt uns in den Untergrund. Darf ich Ihnen jetzt den Kolmbrunner Kellerberg von unten zeigen? Wir sind ca. 15 Meter unter der Erde. Die Kellerröhre ist ca. 250 Jahre alt. Ja, Sie müssen Ihnen vorstellen, es kommen von allen Seiten Kellern zusammen. Genauso drunter liegen noch und drüber auch welche, nicht? Die Temperatur in den labyrinthartig gebauten Weinkellern beträgt konstante 8 Grad. Perfekte Bedingungen für den Wein, der hier gelagert wird. Denn die historischen Weinkeller werden nach wie vor bewirtschaftet. So eine Weinverkostung im Keller darf natürlich nicht fehlen, oder? Das ist das Üblichste und Notwendigste bei einer Kellergassenführung. Insgesamt 80 Weinkeller mit einer Gesamtlänge von 4,5 Kilometern befinden sich hier unter der Erde. Die Größe hat sich so entstanden, dass von den betrieblichen Bedürfnissen immer weiter gegraben worden ist und zusammengelegt worden. Und so ist der Kolmbrunner Kellerberg entstanden. Kellersysteme wie dieses sind jedenfalls typisch für die Region. Erlebnisführungen durch Weinkeller-Labyrinthe werden etwa auch in Retz angeboten. Dort befindet sich der größte Weinkeller Mitteleuropas. Unterirdische Weinkellerwanderungen kann man aber auch in Herrnbaumgarten unternehmen, genauso wie im Himmelkeller in Kronberg. Und auch das Loisium in Langenlois bietet Führungen durch das Weinkellerlabyrinth. Zurück in Kolmbrunn, weil Weinkellerwanderungen natürlich auch hungrig machen, steht am Ende noch eine zünftige Weinviertler-Jause am Programm. Touren für den Kolmbrunner Kellerberg sind jederzeit nach Voranmeldung möglich. Das kommende Wochenende bietet aber für jeden Geschmack etwas. Die Freunde des Hollerbrunner Waldes laden am Sonntag zu einer geführten Wanderung durch den Wald im Winter. Für Spaß auf dem Eis ist beim Eisfest in Zwettl gesorgt, mit vielen Spielen und Gratiskrapfen. Beim Frankenfelser Faschingsumzug werden am Wochenende mehr als 400 Narren durch den Ort ziehen. Und auch in Schwarzenbach steht am Sonntag ein großer Faschingsumzug auf dem Programm. Die Lufthansa will auch angesichts massiver Kritik der